Wir leben zurzeit in sehr unsicheren Zeiten für die Weltwirtschaft. Die Schuldenkrise in Europa, ein verlangsamtes Wachstum in vielen Schwellenländern, ein verringerter Aufschwung in den Vereinigten Staaten sind alles Herausforderungen, die gemeistert werden können. Der Bericht kann helfen, diese Herausforderungen zu meistern, da Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiger Faktor ist, der Wirtschaftswachstum stabilisiert und die Produktivität steigert. In diesem Zusammenhang schauen wir uns einige Faktoren an, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Hierzu gehören die Qualität der Staatsleitung, die Qualität der Institutionen auch, Infrastruktur, Gesundheit und Bildung, aber auch die Effizienz der Finanzgüter und Arbeitsmärkte. Und für weiterentwickelte Länder schauen wir uns auch Faktoren an, wie zum Beispiel Innovationsfähigkeit der Unternehmen sowie der Entwicklungsstand der Unternehmen insgesamt. Dieses Jahr sehen wir, dass die Schweiz zum vierten Mal in Folge den ersten Platz einnimmt und sie zusammen mit einigen nordischen Ländern sowie einigen asiatischen Tigern zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt gehört. Weiter unten in den Rankings sehen wir westeuropäische Staaten, zum Beispiel die Niederlande und Deutschland. Beide sind unter den Top 10. Wir sehen ebenfalls, dass zwei der großen Schwellenländer, Brasilien und China, sich innerhalb der letzten Jahre verbessert haben, während die drei anderen großen Schwellenländer, Russland, Indien und Südafrika, sich eher verschlechtert haben innerhalb dieser Periode. In Europa sehen wir, dass der Unterschied zwischen den besten Ländern und den schwächeren Ländern größer wird. Wir sehen, dass die nordischen Staaten und einige der westeuropäischen Länder sich in den Rankings verbessern, während einige südeuropäischen Länder weiterhin fallen. In den nord- und westeuropäischen Ländern sehen wir, dass einige Faktoren dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Diese sind starke Institutionen, eine gute Infrastruktur, eine bessere Ausbildung, ein sehr innovatives Unternehmensumfeld sowie effiziente Güter- und Finanzmärkte. In Südeuropa hingegen sehen wir, dass die Institutionen deutlich schwächer sind, dass die makroökonomische Stabilität geringer ist und Arbeitsmärkte rigider sind. Hinzu kommt, dass der Unternehmenssektor weniger weit entwickelt und weniger innovativ ist. Das Forum arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit und wir bemühen uns stets, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vor zwei Jahren haben wir damit begonnen, den Bereich der Nachhaltigkeit in unsere Arbeit einzubeziehen. Wir haben hierzu eine Expertengruppe zusammengestellt, die uns dabei hilft, den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit näher zu untersuchen. Unter Nachhaltigkeit verstehen wir umweltbezogene sowie soziale Faktoren, die den Wohlstand nachhaltig, das heißt über längeren Zeitraum, beeinflussen können. Das Konzept der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit ist noch sehr neu und wir präsentieren unsere neuesten Forschungsergebnisse im diesjährigen Bericht. Wir werden diese Arbeit allerdings weiter fortsetzen, um Ländern eine gute Grundlage für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu bieten. Diese Untersuchung wird Ländern dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf eine stabilere Grundlage zu stellen.